Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, willkommen zum dritten Teil unseres Videos über das Fremo-Treffen Dreiskamp-Bukom 2023. Wir wollen uns heute und ja wahrscheinlich in den folgenden Videos mal um das Thema Nebenbahn bemühen und uns da mal ein bisschen was anschauen. Ja, wir haben hier einen Nachhüterzug, der jetzt hier gerade in Kronberg und jetzt hier in Willichtal unterwegs ist. Letzte Woche habe ich noch einmal Magdeburg. Dann kommt irgendwann mal Zeuthen. Das ist, glaube ich, hier nicht ganz 1928. Ich weiß jetzt nicht, wann die Kleinlok hier erschienen ist. Hier wieder in Kronberg, ja, die Zusammenstellung des Videos sehe ich jetzt gerade. Okay. Wobei das jetzt hier noch am Clearfort ist. Zumindest dachte ich das. Ja, jetzt stoppt er. Und stellt hier irgendwelche Wagen aus oder ein. Das ist ja nun sozusagen das Tagwerk eines Nahgüterzuges, ne? Also in jeder Unterwegsstation, also in jeder geplanten Unterwegsstation, muss man dazu sagen, dann entweder irgendwelche Wagen verteilen, irgendwelche Güterwagen einsammeln, die dort im Ladegleis stehen, oder beides, je nachdem, wie also diese Aufgaben verteilt wurden. Hier haben wir wieder ein Stück Hauptbahn und gehen jetzt mal die Nebenbahn ab. Hatten jetzt gerade den Abzweig Posthausen, sind jetzt hier in Willichtal, was auch noch nicht so ganz zu Ende gebaut ist. Muss ich dann mal die Kamera über das Bahnhofspersonal drüber heben. Hier haben wir zwei halbfertige Module von mir, die Kurvenmodule. Und wir haben Kronberg mit einem Nahgüterzug, der gerade einfährt. Kronberg hat ja zwei Abzweige, an einem ist meistens so Industrie dran, an dem anderen hängt dann eine ganze Strecke, da wo jetzt hier im Hintergrund ein tschechischer Güterzug fährt. Hier haben wir so eine kleine Rampe, so eine Steigungsstrecke, also einfach nur auf der einen Seite hoch, auf der anderen wieder runter. Hier haben wir den Bahnhof Schwarzbach mit dieser wunderschönen 3D gedruckten Brücke, die war also auch schon in anderen Videos gesehen haben. Schwarzbach hat schöne Lampen gekriegt. Hier wieder zwei Module, zwei halbfertige von mir, die Bogenmodule. Dann haben wir hier drei Betriebsstellen, Johnsdorf, dann hier Brikett-Handel oder Kohlehandel und hier ist Klo-Sägewerk. Dann haben wir hinten das Ende der Strecke mit zwei oder drei noch nicht gestalteten Modulen, das wird sicher demnächst nachgeholt. Haben wir den Bahnhof Ösede, der hier sozusagen als Gruppenprojekt angekauft wurde, der eigentlich als Abzweigbahnhof dienen soll. Da gibt es also auch Ecken, aber naja, so richtig, also die absolute Begeisterung ist da noch nicht aufgekommen, weil da auch das eine oder andere Problem drauf ist. Ja, hier so die Fahrpläne, die dann irgendwann... Und wir sind zurück in Kronberg, wo jetzt hier noch eine zweite Strecke abzweigt. Und zwar der tschechische Teil des Arrangements. Da haben wir hier einen Haltepunkt. Also ganz Haltepunkt ist nicht der Bahnhof. Den habe ich im Plan nicht so richtig verfolgt genommen, weil ich dachte, das ist ein Haltepunkt. Ich sehe gerade, es ist doch noch ein zweites Gleis da.
zweigt das nochmal ab, weil hier ist dann noch das Kohlebergwerk dran. Wir sehen das dann alles nochmal, weil es gibt da wunderschöne Aufnahmen mit dem Kamerawagen. Da bin ich ja alles abgefahren. Ansonsten muss ich den tschechischen Teil jetzt, was so fahrende Züge angeht, im Großen und Ganzen leider schuldig bleiben, weil ich da einfach keine Zeit hatte, da genug Aufnahmen zu machen. Und die waren quasi am weitesten von mir entfernt, also von Possendorf. Und daher ja, ist es leider. Aber ich gehe mal davon aus, dass die ja selber Videos gemacht haben. Es gibt da ja einen Kanal. Und dass die dort wahrscheinlich das schon lange veröffentlicht haben. Dann haben wir hier noch den Hermannschacht. Ja, und den Bahnhof Elkovice. Hukovice habe ich ja jetzt leider hier ein bisschen übersprungen. Aber den hatte ich ja auf dem Plan schon genannt. So, hier kommt eine. Oh Gott, das ist jetzt hier die Länderbahn-Variante. Das ist die spätere Baureihe 78 hier vom Güterzug. Ist jetzt nicht so ganz unmöglich, aber ist sicher jetzt nicht die Lok, die man da dafür wirklich verwenden würde, so auf den ersten Blick. Die würde wahrscheinlich eher vom Eilzug hängen. Aber es geht natürlich, ne? Dann lockt man alles. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier zustande gekommen ist. Ja, und dann haben wir noch ein paar wunderschöne Fotos. Hier von der sogenannten Kreuzspinne. Die Windbergbahn-Lok schlechthin, die hier zwischen Possendorf und Höhlstedt unterwegs war. Ein Güterzug in Possendorf, wo ich, na, eigentlich die Tenderlok, die dahin gehört, genau genommen gehörte auch nicht hin, rausgeschickt habe und dann hier die Schlepptenderlok zurückgekriegt habe, die eigentlich auf der, naja, auf der Strecke jetzt nicht so viel zu suchen hat, weil sie dann mit Tender voraus rückwärts fahren muss. Naja, es ist halt nicht alles perfekt. Ja, und beim diesem Modul, das direkt vor Possendorf war, ist also sehr schön mit dieser Brücke, das ist auch sehr beliebt bei uns. Ist von der Gestaltung her nicht mehr so auf dem allerletzten Stand, ist also noch viel Flockenpracht. Auch der Fluss ist jetzt ein bisschen, naja. Die Brücke ist aber schön und aus dem Grund wird das auch überarbeitet. Es ist auch ein Kollege, der also da sehr schnell und fleißig da zu Werke geht. Also mal sehen, ob das dann beim nächsten Mal schon in neuer Pracht erstrahlt. Ja, es gab auch noch ein technisches Problem, da hatte sich das Sturmbrett gelöst vom Modul. Das gab dann natürlich auch ein bisschen Ärger, weil dann auch viel ausgegleist ist an der Stelle. Aber wir haben das dann noch ein bisschen, naja, das noch ein bisschen vermittelt und dann ging das, musste man den Schritt fahren dann. Zumal mein Modul, was da nebenan war, jetzt auch nicht so vom Gleisbau der große Hit ist, also auch da müssen wir dann nochmal wahrscheinlich noch mal rangehen. Ja, hier die Ladestelle vom Steinbruch Türk. Wir haben ja dieses rote Ding liegen. Das ist so, naja, ein sächsischer Gleisvorleger, der eigentlich eher so ins 19. Jahrhundert gehört als in das 20. Wir sind ja jetzt hier Epoche 2, ne? Da gab es das Ding natürlich schon lange nicht mehr. Aber der Steinbruch wurde im Original ja schon, glaube ich, 1885 oder so zugemacht. Ne? Also da würde es schon passen, allerdings eher für die Epoche 1. Und weil wir gerade beim Thema Steinbruch waren, hier nochmal ein Blick in den Steinbruch hinein, wo ja, dann so die Personen hier am Trinken und am Arbeiten sind. Ja, hier noch ein sehr schönes Modul. Sehr schön gestaltet. Allerdings, wie man an dem Fahrweg hier sieht, wahrscheinlich eher Epoche 3 oder 4. Hier noch, das ist mein allerältestes Modul, was ich habe. Das allererste, was ich je gebaut habe, haben wir jetzt hier im Bild. Ich weiß gar nicht, ob das jemals zu sehen war. Ja, dann haben wir hier, das ist natürlich auch nicht Epoche 2. Es sind natürlich immer Anleihen aus anderen. Ja, von anderen Modulen, die also in anderen Epochen gebaut wurden. Und dann haben wir natürlich hier die DDR-Neubau-Blocks.
mit einem Garten daneben und einem Spielplatz. Aber alles sehr schön gemacht. So, hier sind wir dann wieder in der Epoche 2 mit den Laternen und die Viehverladung. Und hier nochmal die Brücke, die war ja schon mehrfach zu sehen, die ist also bei fast jedem Treffen mit dabei, die also da der Kollege im 3D-Druck gemacht hat, hier seine Signale im Bahnhof, sächsische Länderbahnsignale. Die im Gegensatz zu meinem gut funktioniert haben. Hier ein Zug in Ösede mit den viel zu schmalen Bahnsteigen. Ich weiß nicht, was sich der Bauer hier gedacht hat. Der ist ja nach Vorbild gebaut. Ja, und hier weiß ich, das ist glaube ich schon Schmalspurbahn. Das ist dann eigentlich das nächste Thema. Ja, und jetzt machen wir mal noch eine Fahrt. Aus Possendorf heraus. Nebenan der Windberg, der typische Windberg-Personenzug. Ja, hat so ein bisschen geruckelt. Mein leider noch nicht so gut funktionierendes Signal. Ich habe jetzt den unteren Flügel ausgehangen und nach oben gemacht, dass das nicht eben so. Das ist ja hier kein vernünftiges Signalbild. Hier haben wir die problematische Stelle. Vier Wagen im Steinbruch, das ist quasi Rekord, eigentlich sollen bis drei rein. Allerdings, da es jetzt diese kurzen Schwerin waren, war es hier nicht so problematisch. Ja, hier muss ich mal noch ein bisschen was gestalten, da ist noch Bedarf. Das ist eigentlich so gut wie fertig, dieses Modul. Hier hinter dem Berg ist dann der Steinbruch. Das ist dann nicht mehr meins. Hier mit Zeichensprache, ob er weiterfahren soll. Aber wir waren glaube ich hier nicht mehr im Fahrplan, daher überfährt man dann als Kamerazug auch mal das ein oder andere Signal. Kündigt den Bahnhof Glastal an, indem wir jetzt hier einfahren, der auch noch nicht so hundertprozentig fertig ist, aber eigentlich sieht man es nicht, ne? Also weil es sind halt sehr viele Gleise und es sind also alles nur kleine Details, die jetzt erstmal, also die bestenfalls auf den zweiten Blick auffallen. Hier gibt es auch schmale Bahnsteige, aber eben breit genug. Und auch sehr schön gemacht. Also da, das ist hier schon auch Modellbau vom Feinsten. Muss ich einen Kollegen mal loben. Irgendwann wollen wir ja bei ihm mal zu Hause die Anlage vorstellen. Da will er allerdings auch erstmal noch ein bisschen was, so ein paar Ecken noch fertigstellen. Da schauen wir mal, wann wir dazu kommen. Ja, er hatte die Kamera auch so ein bisschen auf Nahsicht, jetzt ist sie wieder
Kurzfernsicht gewesen und es schaltet immer ein bisschen hin und her. Das ist, ich weiß nicht, ob man das beeinflussen kann. Also das wird uns wohl wahrscheinlich erhalten bleiben. Das war bei der vorhergehenden Kamera war das nicht, weil die einfach keinen Autofokus hatte. Die hier hat einen. Weil die eigentlich auch dafür, was ich hier mache, gar nicht gedacht ist. Gut, das war die andere auch nicht. Aber bei der anderen hat man eben nie gesehen, nimmt sie auf, nimmt sie nicht auf. Und es war immer irgendwie ein Spiel. Jetzt mittlerweile ist der Akku auch ein bisschen müde. Ja, das ist halt, naja. Technik, die begeistert. Kleiner Knick am Modulende, ne? Hat man es gesehen? Ja, hier eigentlich auch. Das ist allerdings ein Modul von mir, das ist allerdings ein gerades Modul. Da sollte eigentlich kein Knick drin sein. Erkennbar am schwarzen Schotter, dass es von mir ist. Dazu habe ich aber schon einmal ein Video gemacht, das. Dann, ich wäre wahrscheinlich nicht dazu gekommen, hier eine Einblendung zu machen, um das zu verlinken, da müsst ihr dann auf meinem Kanal mal gucken. Farbe von Schotter und Gleisen nennt sich das. Wen das Thema interessiert. Tja, hier ist ein bisschen Arbeit bei dem Modul. Aber das, also so im Großen und Ganzen sind eigentlich der größte Teil der Module gestaltet. Also dass die Zeiten, wo wir hier alle mit irgendwelchen Sperrholzmodulen unterwegs waren, die sind also Gott sei Dank vorbei. Ich war da ja leider auch beteiligt, weniger an Sperrholz. Ich hatte dann immer so meine Bauscheibenmodule. Ich weiß auch, als ich das erste Mal bei Fremo 87 mitgefahren bin, da war auch alles. Da war ein einziges gestaltetes Modul, alles andere war mehr oder weniger Sperrholz. Das sieht natürlich heute deutlich anders aus. Das ist aber auch schon, ja, wahrscheinlich schon 20 Jahre her oder so. Ja, wir fahren wieder in den Bahnhof Holstedt ein, was wir allerdings hier jetzt gleich beenden, weil wir das Thema Hauptbahn ja schon durch haben. Ja, und das ist dann auch schon wieder die Stelle, wo ich mich jetzt von euch verabschiede, weil wir naja, am Ende des Videos angekommen sind. Es wird im nächsten Teil dann nochmal kurz die Nebenbahn gehen. Wir werden dann noch mit dem Kamerawagen noch ein anderes Stück abfahren. Und ja, dann lassen wir uns überraschen, was dann noch alles auf uns zukommt. Also ich wünsche euch eine gute Nacht und macht was draus. Und wer noch nicht abonniert hat, das ist völlig kostenlos. Ja. Und wer dann noch die Glocke aktiviert, der wird dann bei jedem neuen Video, was hier auf dem Kanal erscheint, dann benachrichtigt. Ja, und ein Like ist, was, wenn euch das gefällt. Ihr könnt natürlich, wenn es euch nicht gefällt, auch ein Dislike vergeben. Na, auch das pusht den Kanal. Ja, in dem Sinne, eine gute Nacht und macht was draus.